So sieht es aus, das neue Schmuckstück des BTTC Grün-Weiß. Am Samstag, am 1. Dezember 2018 war es nämlich endlich soweit, der BTTC Grün-Weiß hat seine neue Traglufthalle eingeweiht. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gäste waren erschienen, um an der Eröffnung teilzunehmen und die neue Traglufthalle zu feiern. Der Präsident des Vereins Kai Döring eröffnete die Veranstaltung, wie es sich gehört, mit einer kleinen Rede. Also der BTTC Grün-Weiß e.V. hat heute seine funkelnagelneue Zweifeld-Traglufthalle eingeweiht und wir haben das große Glück gehabt, dass uns ein Vereinsmitglied die entsprechende Summe zur Verfügung gestellt hat. Ja, ich freue mich für den Jugendbereich ganz besonders, dass wir heute hier die Möglichkeit hatten, die Halle einzuweihen. Mit heutigem Tag beginnt eine neue Ära im BTTC, gerade für den Jugendbereich. Nach der feierlichen Einweihung der Traglufthalle hatten Jugendspieler des Vereins sowie der Spender Dr. Lothar Franke die Möglichkeit, die Halle einzuspielen. Sie wird es dem BTTC ermöglichen, das Trainingsangebot im Jugendbereich weiter auszubauen. Ich freue mich, dass die Halle hier eröffnet wurde, damit wir auch mal im Winter auf Sandplatz spielen können und nicht immer auf Hartplatz. Nachdem die Halle nun eingespielt war, haben sich Vereinsmitglieder und Gäste im Anschluss an die Einweihung noch im Clubhaus des Vereins getroffen, um den Tag richtig feierlich ausklingen zu lassen. Die Finanzierung war nicht möglich und so habe ich mich mit meiner Frau entschlossen, die Jugend insoweit zu fördern, eine neue Zweifeldhalle anzuschaffen. Eine Anschaffung, die sich in Zukunft bezahlt machen wird.